Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Weihnachtszeit ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, frohes Fest gehabt. Und ich dachte mir, nach den ganzen vielen Essen mache ich mal heute einen fruchtigen Salat. Der ist sehr lecker und man kann ihn ganz schnell machen. Was brauchen wir dazu? Also erstmal ein Granatapfel. Ungefähr 300 Gramm Cherry-Tomaten, 500 Gramm Weintrauben, am besten kernlose, ein Apfel, ein Kürbiskernöl, ein bisschen Zitrone und etwas Dill. So, wir fangen jetzt an. Also was mache ich jetzt? Ich mache erstmal die Tomaten, tue ich in die Hälfte schneiden, einfach zwei Hälften. So, ich habe jetzt die Tomaten geschnitten. Das gleiche mache ich jetzt mit den Weintrauben. Auch einfach in zwei Hälften. Man kann auch rote Weintrauben nehmen, aber wie gesagt, am besten kernlose. Nur die grünen passen dann besser farblich, dann ist das nicht so alles rot. So, die zwei Resten sind auch fertig. Jetzt schneide ich den Apfel in Würfel. Alles wegmachen, die Kerne. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber ist wunderbar, wenn so ein leichter Salat. So, ich denke mal, nach dem ganzen Fleisch, was man gegessen hat an den Feiertagen, so ein Salat ist immer passend. So, ich gebe jetzt ganz wenig Zitronensäure drauf. Nur Spritze. Das reicht. So, jetzt tue ich den Granatapfel noch zu Ende säubern. Die ganzen Kerne. So, ich habe jetzt den Granatapfel gesäubert, die Kerne rausgeholt. Das kommt jetzt auch da drauf. Dann tue ich noch den Dill darauf. So, jetzt nehme ich etwas Kürbiskernöl. So, das muss jeder selber wissen, wie viel er da drauf tut. Ich nehme jetzt erstmal 2-3 Esslöffel. Das ist sehr gesund, schadet nicht. Schön vorsichtig mischen. Das Öl duftet so schön. So, mein Salat ist fertig. So, mein Salat ist jetzt fertig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. So eine Variante ist natürlich ungewöhnlich, aber es ist sehr gesund und auch sehr schnell zu machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.